Hallo und herzlich willkommen bei Ralfs Unboxing. Ja, heute geht es wieder um ein Steelbook und zwar ein Müller-Exklusiv-Steelbook von 96 Hours Taken 3 mit Liam Neeson in der Hauptrolle. Endlich der dritte Teil der Taken-Reihe und das hat mir der Stefan, der VH82, besorgt. Da könnt ihr mal auf seinen Kanal auch gehen, der hat auch einen richtig coolen Kanal mit Unboxing-Videos, Vorstellungsvideos an seiner Sammlung und er macht jetzt auch immer Film-News. Wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung vom VH82 und jetzt packen wir das Steelbook aus, also ich stelle euch das Steelbook genauer vor, nach dem Rubrik-Trailer. Bis gleich! Ja, leider ist bei mir eben in der Nähe kein Müller, deswegen musste mir das der Stefan kaufen, hat er auch gerne gemacht und dann werden wir jetzt mal anfangen. Wir nehmen uns erstmal das Infoblatt vor und legen das Steelbook beiseite und da haben wir hier vorne Taken 3 Extended Cut mit einer FSK 16 Einstufung. Und da könnt ihr euch ja mal, wenn ihr wollt, den Text durchlesen. Jetzt geht's, jetzt sehr scharf. Und da sehen wir auch gleich, dass der Film eine Laufzeit von 115 Minuten hat und Bonusmaterial ca. 80 Minuten. Hier links steht dann nochmal das Bonusmaterial. Und da unten noch ein paar Labels und so weiter. Ein paar Bilder. Ja, ich bin echt gespannt, wie der dritte Teil der Thekenreihe ist. Ob er an die anderen zwei rankommt oder eher schlechter ist. Wir werden sehen. So, jetzt gehen wir auf Steelbook ein. Das ist die Vorderseite. Da sieht man Liam Neeson, wie er in der Entdeckung steht mit der Waffe in der Hand, also mit einer Pistole. Da steht dann auch Liam Neeson und 96 Hours Taken 3. Ja, und Extended Cut natürlich. Also ist richtig cool, dass hier gleich der Extended Cut in der ersten VU kommt. Ja, das sieht auch richtig gut aus. Ein bisschen matt mit einem leichten Glanzeffekt. Auf der Seite sieht man dann auch 96 Hours Taken 3 Extended Cut. Kann man auch sehr gut lesen auf den Spine. Und auf der Rückseite steht er dann nochmal mit der Rückansicht, also von hinten, wie er die Stadt anguckt. Sieht auf jeden Fall auch richtig gut aus. Und dann haben wir hier auch einen Innendruck. Da ist Liam Neeson zu sehen, wie er an der Telefonzelle steht. Das ist die Blu-ray. Und die Telefonzelle hat auch ein paar gekritzelte Details drauf. Auch ein sehr scharfer Innendruck, leider in schwarz-weiß gehalten, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Sieht doch trotzdem gut aus. Na gut, das ist das Steelbook gewesen von Taken 3. Und ich freue mich schon richtig, diesen Film zu sehen und mal sehen, ob er an die anderen beiden Teile rankommt. Die waren ja schon richtig geil. Gut, ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, wie ihr die Taken-Reihe findet, ob ihr den dritten Teil schon gesehen habt oder wie euch dieses Steelbook gefällt. Wie gesagt, das Steelbook Müller-Exklusiv, das hat mir der Stefan, der VH82, besorgt. Geht unbedingt auf seinen Kanal, Link unten in der Videobeschreibung. Und ja, was soll ich noch sagen? Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben geben, wenn nicht, dann nicht. Und wenn ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt, lasst mir einfach ein Abo da. Gut. Euer Ralf von Ralfs Unboxing. Ciao!